Und damit seid begrüßt, Freunde der Magie und Mausestadt, zu einem neuen Part, The Night of the Rabbit mit dem Zwergenfürst. Eine bunte hölzerne Uhr. Ich sehe keine Stunden oder Minuten. Sieht eher aus, als ob die Uhren hier bei den Mäusen die Tageszeit anzeigen. Naja, aber ist ja eigentlich dasselbe. Stimmt. Ins Rathaus wollen wir nicht mehr einfach hinterhergehen. Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Kaffee. Das können wir momentan nur anschauen. Ein Baumstammkaffee. Es sieht richtig herzerwärmend aus. Jemand scheint sich sehr um das Kaffee zu kümmern. Ob es dort auch Baumkuchen gibt? Bestimmt. Ein Horn in der Mitte des Platzes. Soll man damit jemanden rufen? Bestimmt. Auf einem der Zettel steht in schwer lesbarem Gekritzel: Achtung, mein Name ist August. Ich bin 5 Jahre alt. Ich spiele gerne Piano. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. So geschrieben, wie man es schreibt. Hat er noch ein lustiges Gesicht ja, so geschrieben, wie man es spricht. Ja, man kennt's. Blausaft. Lecker und blau. Ein Qualitätsprodukt der Waldzwerge. Na, das muss man noch genießen. Da geht's hoch. Da geht's lang. Da geht's auch lang. Da geht's auch lang. Ganz viele Wege, die wir hier beschreiten können. Kopfkranz. Reden wir mal mit den Leuten, die wir hier schon haben. Ich würde mal mit dem jungen Eichhörnchen anfangen zu reden. Hallo. Du hast nicht zufällig Plato den Frosch gesehen, oder? Ich warte hier schon nicht im geringsten auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Superhörnchen-Boutique? Das ist aber ein komischer Name. Ach ja? Und wie heißt du? Ich? Jerry. Also, ich finde, Jerry ist ein ganz, ganz komischer Name. Und totschicke Assistenz weißt du sicher auch nicht. Nein, ich weiß nicht mal, was das ist. Siehst du, da warte ich besser weiter auf Plato und mein Paket. Vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Edgar! Wenn ich hier stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten, dann wäre es ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Über die Krähen und wahrscheinlich auch über Edgar werden wir wahrscheinlich noch einiges erfahren. Und auch über diesen Frosch. Rundliches Tier mit Schirr. Hallöchen. Was für ein seltsames Eichhörnchen. Er sieht verwegen aus, so als hätte er viel zu erzählen. Verwegen? Mitnichten. Siehst du nicht, wie viele Karten ich dabei habe? Oh, ich sehe es. Sind also Kartenmacher? Nein, ich bin Reisender. Du bist das erste Mal im Mauswald, oder? Allerdings. Besuch mich doch später mal an der Bachschleuse. Einfach die Rampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Dort hier, oder was? Die Rampe. Ah, okay, hier. Verstehe. Eine tanzende Maus. Oh, und wer kommt denn da angelaufen? Entschuldigung, aber... Keine Zeit! Muss üben! Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty bei der Hasenfamilie. Und ich habe frei! Hey! Westen Sie da? Sie haut schon ab. Westen diese Maus hier? Maus mit Rucksack. Hallo? Alles in Ordnung? Psst, wer bist denn du? Ist da jemand hinter mir? Ich glaube, ich werde von einem Geist heimgesucht. Nein, da ist keiner. Ich weiß nicht. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald, versteht kein einziges Wort und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Tja. Ich bin mal wieder ein Glückspilz. Tragische Sache. Grünes Hornfrosch. Na, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier rein.
Der Marquis hat gesagt, ich soll warten. Ja, aber wie lange sollen wir bis zum Abend warten? Und Wurzeln schlagen? Können wir ihn doch hinterhergehen. Kommt mir das nur so vor? Oder sehen diese Statuen irgendwie glücklich aus? Ja, kommt mir auch so vor. Würde ich schon sagen. Ich habe versprochen zu warten. Ja, ja. Ich kann auch hier mal... Einfach rausgehen und die Chance vertun, ein Magier zu werden? Auf keinen Fall. Ja, du sollst ja auch nicht rausgehen. Du sollst hier nur mal so ein bisschen kurz um die Ecke gucken und mal so ein bisschen... Ja, schon mal den Stadtzentrum so ein bisschen erkunden. Tja, gut. Ich spür's genau. Du bist das erste Mal im Mauswald, oder? Besuch mich doch später mal an der Bachschleuse. Einfach die Rampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Etwas sagt mir, dass es äußerst unklug wäre, nicht auf den Hasen zu hören. Oh nein, oh nein. Und wie lange sollen wir hier warten? Kleines Schild. Hinauf zur Stadtmauer, rutschig im Winter. Oh Mann, ich wünschte, ich wäre im Winter mal hier. Das wäre ein perfekter Ort zum Runterschlittern. Etwas sagt mir... Ja, du willst nicht abhauen. Ich habe versprochen zu warten. Ja. Warum musste ich auf dieses dumme Ding finden? Oh nein, oh nein. Wann kommt denn der Hase mal wieder? Das ist doch hier. Ein Baumstammkaffee. Es sieht recht jemand. Tja. Nein, oh nein. Kommt der Hase doch irgendwann zurück? Hier, oder? Ich bin ein bisschen ungeduldig. Einfach rausgehen. Nein, nicht rausgehen. Warum musste ich auf dieses dumme Ding finden? Oh nein, oh nein. Ja. Gut. Ich spür's genau. Da steht wer hinter mir. Oh nein, oh nein. Wir warten. Ich habe Du hast versprochen zu warten. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch und versteht kein einziges Wort. Und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Ich bin mal wieder ein Glückspilz. Inventar. Münze. Können wir da mal durchgucken? Oh. Da steht wirklich jemand hinter dir. Tatsache. Jetzt ist er weg. Eine seltsame Gestalt. Ich wusste es. Oh, was für ein Glück. Oh, wie befreiend. Wie sah der Geist denn aus? Seltsam. Er hatte einen Kieselkopf und seine Arme waren Zweige und Blätter. Wirklich? Das muss ein Waldschrat gewesen sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es sie wirklich gibt. Weißt du was? Hier, nimm das. Ich habe es im Wald gefunden. Vielleicht gehört das Buch ja dem Waldschrat. Wenn du ihn siehst, kannst du es ihm wiedergeben. Okay, wenn ich ihm nochmal begegne. Das werden wir hier wohl öfters. Hallo? Tja. Hinterher. Da gehe ich auf jeden Fall hin. Aber noch nicht. Ich soll hier warten. Ein artiger Junge. Und das der Hase auch schon da zurück. Bist du. Komm, Jerry. Ich will dir jemanden vorstellen. Na, wird ja höchste Eiszeit. Oh. Hallöchen. Wer seid denn ihr? Entschuldigen Sie bitte den plötzlichen Hausfriedensbruch, verehrte Eulen und Hörnchen. Ah, Jonathan. Das ist der Herr Hase, der eben schon hier war. Sapperlot, das ist doch Michlaus der Zeisig.
Diese Augen, Augen, die unzählige Welten gesehen haben. Einige sagten, er kennt keine Gnade. Aber meine Eltern sagten, er sei einer der ersten Baumläufer gewesen. Mhm. Ich war nicht der Interessant. Erste, aber ich kannte ihn. Der Marquis de Hoto. Ich war kaum größer als 3 Eicheln, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Nach der Tradition der Baumläufer stelle ich Ihnen meinen Schüler vor. Jeremias Haselnuss. Ich erbitte Unterstützung. Ich habe die Ehre. Auf dass er in diesen Wäldern die Kunst der Künste erlerne. Magie, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Der Grünschnabel ist also ein neuer Zauberlehrling. Wir dachten schon, die Tradition der Baumläufer sei ausgestorben. Niemals. Sie, Zauberlehrling? Ich bitte Sie, einen Moment einzuhalten, Jonathan. Einhalten? Nein, nein. Die Tradition verlangt, dass wir nun sofort das Wipfelfest vorbereiten. Ein neuer Baumläufer muss standesgemäß gefeiert werden. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Backwerk für das Fest. Das kann ja der reinste Horror werden. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Mich interessiert, was hier geschehen ist. Mauswald hat sich verändert. Soll das heißen, ich soll ganz allein da draußen rumlaufen? Ach, das kriegst du schon hin, Kleiner. Selbst aufpassen kannst. Noch sind Sommerferien. Dies ist dein Abenteuer, Jerry. Meinst du kannst es schaffen? Auf jeden. Absolut. Halt! Nicht auf die Bücher treten. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Ach je. Ach, die Nichte. Mitnichten. Darf ich Sie kurz stören? Nein, ich arbeite. Was arbeite ich? Das sehe ich ja. Denkarbeit. Das heißt, er starrt Löcher in den Raum. Solange es nicht in Luft starrt. Ich denke und plane. Was gibt's denn zu planen? Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während der Evakuierung muss sich hier eine Krähe gütlich getan haben. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild, fast unfähig zu sprechen. Uhu, eine sehr beunruhigende Situation. Ursula, die Örne. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Jo. Ich sage immer... Okay, mit ihr selbst reden kann man nicht. Ein Rätergemälde in Öl. Eine uniformierte Maus auf einem... Käfer. Das ist ein Gemälde des Gründers unserer Stadt, Magistrat Mäuserich von Mauswald. Er legte den moralischen Grundstein für unseren schönen Mäusewald und unsere Hauptstadt Mauswald. Moralischer Grundstein? Der sogenannte nicht zum Verzehr gedacht Pakt. Ach so, ich verstehe. Dann bist du sozusagen Vegetarier. Mir geht es blendend. Uhu. Verstehe. Balustrade. Darfst du nicht hin, Jungspund? Da oben liegen Dokumente zur Stadt, Recht und Verfassung. Für einen Einblick muss man schon Gemeindemitglied sein. Außerdem kann man ganz bis aufs Rathaus hochsteigen. Ach so? Vielleicht entscheidest du dich ja mal, in Mauswald zu wohnen. Naja, mal schauen. So, wir werden wahrscheinlich erstmal in die Stadtmitte gehen. Dort haben wir jetzt einiges zu tun. Wie ist die Maus nochmal? Anja Maus hieß die, glaube ich. Mit der müssen wir jetzt als nächstes sprechen. Junges Eichhörnchen. Tanzende Maus. Können wir jetzt ins Café gehen? Das wird auch mein erster Anlaufpunkt. Sehr schön. Wir müssen uns ein bisschen ducken, um hineinzukommen. Hier?
Hier riecht's aber gut. Und irgendwie auch nach Kräuterbonbon. Nanu? Rums. Maus mit Rucksack. Bist du eine Maus? Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. So lange passe ich auf deinen Garten auf. Baldrian-Tropfen. Ulrichs Schlummertrunk. Baldrian-Tropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Ich habe keinen Laubtaler. Nicht einen einzigen. Sehr schade. Die Glocke. Oh je. Oh, vertrocknetes Teegebäck noch alles. Roms. Es wird wieder zugeschlossen. Okay. Keine Bedienung da. Ah, endlich. Ich dachte, es kommt keiner mehr. Hätte der alte Uli jetzt gesagt. Wer ist denn der alte Uli? Ach, ein lieber Freund von mir. Siehst du das Bild hier auf dem Tresen? Und ich sehe die Maus, die trauert. Diese kleine Kräuterapotheke. Ich verstehe. Also ist er gerade unterwegs und holt neue Kräuter? Rums. Er ist auf einem Abenteuer und wird ziemlich lange weg sein. Abgeschlossen. Tut immer dasselbe, da die Dame. Ich fast was vergessen, Apfelbäckchen. Einer von Ullis gesunden, zuckerfreien Dauerlutschern für dich. Ganz umsonst. Ich habe Ullis Kräuter auch in einige Teilchen gebacken. Stellte sich aber heraus, dass die so auch niemand wollte. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wusste ich doch, dass du Ullis Kräuter zu schätzen weißt. Und Rums. Die sind jetzt nein, kein Rums. Aber... trocken. Viel Spaß beim Lolli-Schlecken und Kuchenknabbern, Zimtsternchen. Zimtsterne, die sind lecker. Na los. Lolli. Maulwurf. Och, die arme kleine Maus hier. Ist ziemlich am Trauern. Schlüssel. Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier so werden und kein Schlüsseldieb. Hierzulande wird man bestimmt zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Tja. Kannst ja ein magischer Schlüsseldieb werden. Wäre ja eine Idee. Das soll sehr gesund gewesen sein. Damals. Bevor es versteinert ist. Gewesen sein. Zuckerfrei? Wer unter 18 will denn sowas? Ja. Leer. Wir nerven mal wieder die Kellnerin. Ich weiß. Ich sehe es. Ich bin doch schon da, Honiglöffelchen. Ich möchte dich nur ärgern. Ich bin doch schon da, Honiglöffelchen. Ja gut, Ich bin doch schon da, Honiglöffelchen. Honiglöffelchen. Hallo. Ja. Guten Tag, mein Freund. Moment, Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Quelle Sumpf 103.5. Ich kenne sie nicht, kommt mir nicht bekannt vor. Doch, die kommt mir bekannt vor. Jetzt du sagst. Stimmt. Ich hab sie schon mal im Radio gehört. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Aha. Okay. Er hat eine sehr schöne Stimme. Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt.
Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Okay, das kommt mir bekannt vor. 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Nachmittag. Nein, am Abend. Und Maulwurf in der Nacht. Gibt es Hoffnung, dass sie bald wieder auf Sendung gehen? Rums. All der Nässe, die im Sumpf ist. Die ist ziemlich laut. Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber ihre Fans. Was? Über die feuchte Aussprache? Wie werden das kann doch nicht sein. Erklären, dass sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Schnack dir eine Nusshörnchen. Wie die Jugend heute sagt. Nein. Um mich dazu zu bringen, meine Sendemethode einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Ganz richtig. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich kontern kann. Ich bin nicht so der Moderator. Was soll ich denn sagen? Kommentator. Was Lustiges. Ah, okay. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Das wird nichts. Der Witz kommt hier in Mauswald sehr schlecht an. Vertrau mir. Oh, okay. Versuch mal was Passendes für unser Publikum aufzutreiben. Dann probieren wir es noch. Ich hätte es gern gehört. Gut, dann muss wohl weiter. Mal weiter. Auf bald. Und denk dran. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf, und Maulwurf am Abend. Allerdings. Gut. Fast mit gesunden Küchlein. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein ganzes Fass voll mit kleinen Kuchen. Und niemand da, der sie isst. Kriminell. Seltsam, was? Diese Lapsküchlein sind Ullis Lieblingskuchen. Mit Kräutern aus seiner Apotheke. Ah, okay, verstehe. Nur mal dran knabbern. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Labormaus? Ist oh, das je. Ein Wissenschaftler dort, wo du herkommst? Nein, das sind... Sag's vielleicht bitte nicht. Nicht so wichtig. Sag's bitte nicht. Einmal heißer Kaffee. Das klappt so nicht. Mein Name ist Anja. Willkommen in meinem kleinen Baumstammcafé. Genau, mit der sollen wir reden. Du bist ja zuckersüß. Ich soll Blausaft und Gebäck fürs Wipfelfest bestellen. Oh, ist es schon wieder so weit? Allerdings. Schön. Ich werde viele, viele Napfkuchen backen. Und wie ist es mit diesem Blausaft? Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die Zwerge? Sie tragen schon keinen Blausaft. Na, wo finde ich die denn? Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Aha. Das Geräusch eben, das klang ja gefährlich. Aber ja, gefährlich lecker. Ich erschaffe etwas, was kein Mauswalder bisher gesehen hat. Explodierende Kekse. Oi. Wäre eine explodierende Torte nicht besser? Vertrau mir, Zuckerstück. Es wird Pfannkuchen-tastisch. Ich hoffe, der Junge, den ich babysitte, wird auch ordentlich Spaß daran haben. Der kleine Humbert ist etwas ja. schwierig. Alle wird in die Luft gehen vor Freude. Verzogener Junge. Aber für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein. Vielleicht bringen ihnen meine neuen Kekse etwas auf Trab. Ein begabtes Kind also. Was diesen, unterforderten Humbert angeht, hast du ein interessantes Hobby für Humbert gefunden? Noch nicht. Leider. Oh, schade. Was den Blausaft angeht. Wegen des Blausafts. Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen. Zuckerpflaume. Ich glaub's nicht.
geliefert. Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Kannst du mal aufhören, ständig durch die Tür rauszugehen? Kannst du mal dich entscheiden, rein oder raus? Das ist doch, die Tür ist so laut. Ich bin neu hier, aber niemand fragt mich mal was. Oh ja, es muss wirklich traurig sein, wenn man so viel herumkommt und niemand nachfragt. Ja, nur zu, frag! Hast du einen Frosch auf deinen Reisen gesehen? Großer Typ, ziemlich gut aussehend. Er trinkt hier normalerweise Kaffee um die Zeit, aber bisher ist er nicht gekommen. Ich hab keinen Frosch gesehen. Ich dachte, wir sprechen Tut über mir dich. Leid. Bis später. Pass auf dich auf. Können wir hinausgehen durch die Hintertür? Die Tür ist jetzt offen. Oh. Hey, du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Oh. Die Stimme kommt mir doch bekannt vor. Die Tür ist jetzt offen. Hey, du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Woher kenne ich diese Stimme? Ich komme nicht drauf. Schicker Pilz! So wie es da riecht, sind in den Töpfen bestimmt getrocknete Gewürze und Kräuter drin. Irgendwoher kommt mir die Stimme bekannt vor. Ich muss sie mir nochmal anhören. Die Tür ist jetzt offen. Hey du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Tja, Privatbesitz. Da dürfen wir wohl nicht rein. Tja, aber die Stimme kam mir seltsam bekannt vor. Tja. Irgendwo in den Weiten, irgendwo auf YouTube habe ich die schon mal gehört. Als wär's ein bekannter YouTuber. Aber nee, das kann ja nicht sein, ein bekannter YouTuber. Hier mitgesprochen, nee. Das wird's nicht sein. Hallo, Herr Maus. Eichhörnchen. Maus? Eichhörnchen. Jeder nennt mich Spitzweg. Eichhörnchen. Also, darfst du das natürlich auch. Ich bin übrigens kein Eichhörnchen, sondern ein Zuse. Oh, das wusste ich nicht. So, wusste ich doch. Sehen Sie aus, als ob Sie später noch viel vorhätten. Habe ich sofort erkannt. Teurer und Wissenschaftler. Und meine neueste Forschungsreise soll über die 7 Weltmeere gehen, um ihre Unterschiede in Flora und Fauna zu dokumentieren. Na dann, wünsche ich viel Glück auf der Reise. Ich habe Karten in meinem Rucksack an. Die Schönheit der Natur manifestiert sich in ihrer subtilsten, entzückendsten Weise in diesen liebevollen Niederschriften. Ja, es ist schon ein enormes Abenteuer. Und es beginnt hier, im bescheidenen, heimatlichen Kaltwasserbach. Das klingt ja spannend. Kaltwasserbach ist das hier also. So viel Meer braucht doch sicher unheimlich viel Zeit, um komplett angeguckt zu werden. Wem sagst du das? Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen Mauswalder Blattfloß zurücklegen. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern in Auftrag gegeben. Sie sind die talentiertesten und verlässlichsten. Also hier muss schon ein Platz da drüben. Sie wollten das Floß einfach den Kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen. Aber ich stehe schon recht lange hier. Sag mal, gehst du? Ich habe dich eben noch drüben gesehen, in dem anderen Stadtteil. Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Wenn ich zufällig dran vorbeikomme. Eulenstatue. Diese Eulenstatue sieht unheimlich weise aus. Die haben hier am Bach. Das haben Eulenstatuen so an sich. Schwimmen und treiben und gluckern sehen. Ein großer Wels. Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Können wir das tun? Der Wels da im Wasser ist ein Raubfisch und kann an einem schlechten Tag ganz schön ungemütlich werden. Die Schleuse soll ihn aus unserer Stadt fernhalten. Ah, okay. Ich kann sie also öffnen, wenn der Wels gerade nicht da ist.
Dann öffnen wir sie mal lieber nicht. Die Schnüsse. Kanonier. Ein Kanonier. Oder Kanonier. Hallo. Je nachdem. Warum stehst du denn hier oben? Ich bin zum Kanonendienst eingeteilt worden. Wir hatten hier ein großes Krähenproblem. Naja, haben. Wir mussten sogar evakuieren. Das klingt schrecklich. Oh ja. Also, wenn ich so ein grässiges Tier sehe, dann... Kaboom! Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Oh, wei. Na, dann wünsche ich dir noch... Pfoten weg! ...weiterhin gutes Klingen. Die Kanone muss für den nächsten Krähenangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Du arme kleine Maus. Bewaffnete Stadtwache. Von hier aus wird das nichts. Von hier aus wird das nichts. Stadtwache mit Blatt. Können wir da irgendwie runtergehen? In die Stadtmitte. Ah, okay. Dann müssen wir über einen anderen Weg hin. Nein. Vielleicht hier entlang. Vor das Stadttor. Oh, ja.